Eine dramatische Geschichte. Eine leidenschaftliche Liebe, der vier Kinder entsprangen. Doch dann sperrte August der Starke seine Mätresse ein. Die Kosel war aber nicht nur schön, sie war auch intelligent und gefährlich. Aus Liebe wird Hass. Und die Gräfin kommt in Einzelhaft. Nach Stolpen. Sie ist fast 85 Jahre geworden. War 49 Jahre hier auf dieser Stelle in Gefangenschaft. Die in Stolberg aufgewachsene Schauspielerin Theresa Weißbach freut sich auf das barocke Spektakel und ihre Rolle als Gräfin Kosel. Diese Hauptrolle musste die junge Schauspielerin allerdings dem Regisseur Dieter Wedel beim Casting geradezu abbringen. Egal, ob ich jetzt zu jung bin oder zu alt, ich muss Ihnen jetzt sagen, dass ich heute überhaupt hier bin, das ist ein Herzensprojekt für mich, weil einmal in meiner Heimat arbeiten zu dürfen, das wäre so eine tolle Sache. Dann so ein wunderschönes Stück, so eine tolle Rolle. Also, das wollte ich Ihnen jetzt einfach mal sagen. Und dann hat er gesagt, wie Ihre Heimat? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin sächsische Bäckerstochter. Und ich sage das in jedem Interview, weil ich da stolz bin und weil ich heimatverbunden bin. Auch deshalb darf die Sächsin die eigens für die Zwingerfestspiele kreierten Koseltöpfe kosten. Süßes Marzipan und saurer Wein auf der Bühne. Verzeiht, Majestät, Qualitätskontrolle. Der Staatssäckel ist, wie ich höre, leer, man spart. Man spart. Vor was habe ich Angst? Naja, da gibt es schon so ein paar Szenen, vor denen ich Respekt habe. Ich glaube, irgendwie da stehst. Morgen und vielleicht die erste Zeit, aber du kennst den Hof. Aber das Publikum kann den Hof kennenlernen. Die Affären, die Geschichten um Liebe und Macht. Sagt's mir, was ist euch wichtig an einem großen Mann? Aufrichtigkeit, Mut, Höflichkeit. Die Zwingerfestspiele bieten amüsanteste Einblicke vor imposanter Kulisse.